So, das ist ein bisschen staubig schon. Ja, ja. Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Stream. Mario Kart 8 Deluxe. Ich wechsle mal eben mal wieder den Kopfhörer. Ja, ich habe OBS mal aktualisiert. Ich hoffe, dass das jetzt alles klappt. Ich will mal kurz prüfen. Die Audio-Eingänge hat er nicht mehr wirklich erkannt. Deswegen will ich mal kurz prüfen, ob man mich überhaupt hören kann. Man hört Vogelzwitschern auch. Oh gut. Na egal. Es ist heiß hier drin und ich brauche diese Luft. Gönnt sie mir. Und Philipp ist da. Ja, heute läuft der Laden. Sind wirklich alle draußen, glaube ich. Keiner hat Lust zu zocken. Oh, hier ist voll gute Mucke. Können wir schon mal rüber switchen. Ich weiß nicht, ob er jetzt den... Ah, er kennt den Sound, das ist gut. Ich würde echt gerne mitmachen, aber das Geld. Ja, ich weiß. Übrigens, Philipp, ich habe da noch was für dich. Vielleicht hast du ja Interesse. Einen Moment. Wir haben ja keine Zeit. Hier ist sowieso keiner gerade. Moment. Ist nicht das Beste, es geht nur so. Aber immerhin, das habe ich vorher verwendet. Vielleicht hast du ja Interesse, ich weiß nicht. Die Pedale habe ich übrigens auch gefunden, die sind hinterm PC irgendwie reingekommen. Ich weiß nicht, wie die da rausgekommen sind. Auf jeden Fall sind die da drunter. Mein Lenkrad! Ja, vielleicht hast du Lust, ich weiß nicht, ich brauche es nicht. Ich habe jetzt dieses 900 Grad Teil. Das ist ja ein bisschen hochwertiger. Vielleicht möchtest du es ja haben, ich weiß ja nicht. Es ist schwer zu steuern, aber man kriegt es hin. Muss ich dazu sagen. Können wir das ein bisschen online spielen, ne? Mein Controller reagiert nicht. Jetzt aber. Boah, ist das warm hier drin! Ich muss sie, glaube ich, gleich mal ein großes. Das Fenster ist ja schon offen, das ist das Problem. Ich baue demnächst mal einen Ventilator hin, ganz einfach. Problem gelöst. Und dann spielen wir jetzt mal ein bisschen mehr Spieler. Wenn du es mir leist, würde ich es gerne ausprobieren, damit zu fahren. Ja gut, dann muss ich auch mal hoch nach Kiel kommen, ne? Mal schauen. Auf jeden Fall will ich nichts dafür haben. Das ist alt. Es ist schon älter jetzt, ne? Aber es funktioniert noch, es ist intakt. Aber man muss damit spielen können, ne? Das ist eine Übungssache. Es ist auch nicht teuer gewesen. Müssen wir mal ausprobieren. So, Online-Turnier können wir währenddessen spielen. Hier ist jetzt sowieso keine einzige Sau. Sau, Sau, Sau. Und zu Gamescom überlege ich, ob ich mal einen Tag komme, weil der Samstag ist ja sowieso jetzt ausverkauft. Und da überlege ich mal, dass ich für einen Tag runterfahre und wieder hoch. Also ganz einfach, ne? So ganz spontan. Aber ja, jetzt mache ich so einfach, ohne groß dazu. Nice, cool. Cool, komm her. Ja, genau. Schon geht das plötzlich, ne? Regional, Freunde, Turnier. Ich habe noch das Turnier gar nicht geändert. Das läuft ja schon, also was. 20 bis 0 Uhr. Oh. Das ist das Falsche. Ach nee, das ist das hier, ne? Hä? Warte mal, ich habe eingestellt Samstag bis Samstag 0 Uhr. Und da läuft jetzt ein Turnier. Und ich kann da jetzt nichts anpassen. Okay, tun wir mal so, als hätten wir heute Samstag.
Okay, nice. Wenigstens ein Tag Gamescom. Da freue ich mich schon so drauf. Jo, ich habe mir überlegt, so, ist ein bisschen stressig. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt jetzt mit rein möchte. Letztes Mal war es auch nicht, ja. Es ist viel zu voll. Achso, ja, jetzt bin ich zu weit rausgegangen. Wir können ja währenddessen ein bisschen global spielen. Und spielen Rennen. Solange hier keiner mitspielen will oder kann, dann müssen wir so lange ein bisschen anders was machen. Wir spielen heute mal wieder Yoshi, den blauen. Ding dong. Ich will ja mal die Reifen wechseln, so. Ja, suchen nach Spielen. Spielern, das klingt ganz gut und nice. Ansonsten. Oh. Fahren wir mal ein bisschen, ne? So viele Leute! So viele Leute! Und ich will wissen, wer Toruxus tote Kuh war. Ich hab übrigens der lieben Saskia hier, die mir letztes Mal gefollowt hat. Hab ich ja leider nicht Dankeschön gesagt. Das ist mir auch gar nicht wirklich aufgefallen. Jetzt fällt das mir besser auf, weil ich den grünen Screen da, wo das manchmal angezeigt wird. Hoffentlich kommt ein Vlog. Das könnten wir machen. Das ist ja nicht das Problem, ne? Auf jeden Fall ein Tag Gamescom ist akzeptabel. Ich muss nochmal das Ticket bestellen demnächst. Mal sehen, vielleicht Freitag oder Samstag. Ich habe ja die Woche über frei. Fahre ich mal einmal mit IC runter und wieder hoch. Das ist nicht das Problem. Tickets habe ich alles hier. Der Uchibep schaut zu, sehe ich hier gerade. Hallo Uchibep. Bobby Joe. Bobby. Ey, wir kämpfen gegen Bobby Joe. Komm schon, Bobby Joe. Bobby Joe ist mein Rivale, gegen den muss ich gewinnen. Meine Herausforderung. Meine Mindestherausforderung. Vor Joe Robbie, Bobby Joe da reinzukommen. Wie ist der Name? Hui, geht der ganz schön ab hier. Zu viel Hawaii hier auf der Strecke. Links, links, links! Frosch! Nix da. Das ist mein Platz. Das sind alles Noobs hier. Trotz Goldmario. Nein! 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 Verdammt, warum muss ich zuerst die Goldmünze, die Münze haben und dann die verdammte Banane? Oh. Warum müssen alle meine Sprüche sich wieder rechtfertigen? Ich verstehe es nicht. So, wir haben hier Runde 2, wie es aussieht. Okay. Nein! Oh. Ach ja, ich bin ja nicht Erster. Dann ist gut. Aber ich denke mal, Vlog könnte drin sein. Ist die Videoeinstellung jetzt Standard bei dir? Ist das schon wieder da? Das wäre gut. Dann kommt, wenn der Muffin kommt, dann freut er sich nachher. Aber ich werde bevorzugt im Vergleich zu anderen. Ne? Das ist, wenn du jetzt zum Beispiel, es kommt immer drauf an. Die schalten das immer verfügbar, je nachdem, wie viele streamen. Und die Besseren, die kriegen das halt. Ne? So ist es halt. Ich werde jetzt bevorzugt, wenn du jetzt zum Beispiel besser wärst als ich beim Streamen. Beziehungsweise mit der Einschaltquote meine ich das jetzt. Dann bist du quasi werde ich trotzdem bevorzugt, weil ich ja hier dieses Partnerprogramm habe. Nicht wegen des Programms? Doch, 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 doch. Ich werde ja bevorzugt im Vergleich zu normalen. Aber es ist immer noch nicht wirklich freigeschaltet. Es kommt mal wirklich drauf an, wer alles streamt und so, ne? Ich denke mal, Samstag wird es wieder gesperrt sein, weil andere. Samstag ist ein großer Tag hier für Streams allgemein. Ist da sehr viel und viel bei. Und ich glaube dann nicht, dass da was frei sein wird. Naja, so ist es halt, ne? Achso, cool, also für dich, ja. Klingt ein bisschen angeberisch jetzt, ne? Hab ich beide erwischt? Lol. Nein! Ha! Vor den blauen Panzer. Ich höre nur dieses Ich so, nein, nein, nein. Gut, wenn er den zweiten Platz erreicht. Wenn jemand mitspielen will, muss da Bescheid sein. Dann machen wir sofort das Turnier, ist kein Problem. Achso, ich muss da vielleicht den Turniercode. An den Turniercode, der lohnt sich ja noch gar nicht, wenn jetzt noch nicht
wirklich Turnier ist gerade. Aber zweiter, wer war jetzt der Erste? Ich habe gar nicht aufgepasst. Sebastian, ach toll. Toll, schon zwei Gold-Marios, ey. Ich glaube, dieses mit dem Gold-Mario, nachher benutzt nur noch jeder Gold-Mario. Gold-Mario, Gold-Mario. Nur um zu zeigen, wie gut er ist. Was ich nicht hoffe, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass es doch so sein wird. Okay, viele wollen die Hyrule-Piste, viele wollen auch Zufall. Und ein paar Einzelne wollen die anderen beiden Strecken. Bleibt so offen, dass wir trotzdem Hyrule-Piste bekommen. Ich bleib gespannt. Verdammt, der Rucksack ist. Der Taschen. Alle, weißt du, morgens um 4 Uhr morgens, 4 Uhr morgens ist es draußen noch ziemlich frisch. Okay, es ist auch mittlerweile warm da, aber man hat ja trotzdem irgendwie seine warmen Sachen dabei. Und jedes Mal, wenn du vom Feierabend nach Hause fährst, hast du diesen ganzen Kram mit deinem Rucksack. Ich wollte eigentlich nur die Punika rausholen hier. Läuft ja, ich bin letzter, aber egal, ich krieg dafür ein gutes Item. Naja. Hui! Erwischt. So toll war das Item jetzt nun. Oh nee! Gib Gas. Ich will den nicht haben. So, dann wollen wir mal ein bisschen fahren hier. Mr. Jet Knight guckt so auch zu. Aha. Interessant. Die Abkürzung. Jo. Du wirst das Masterschwert. Hui. Oh. Grüne Panzer. Oh. Ist ja übelster Beschuss hier im Mittelfeld, ne? Das bin ich gleich gewohnt, aber ich bin schon Dritter. Mittlerweile stoße ich mich nach vorne wirklich gut vor. Mal, da ist Sebastian. Der Golden Mario-Typ. Komm schon, komm schon. Ich hab Angst, dass er die Banane losschmeißt. Ach, Bobby Joe. Mein Konkurrent. Mein selbst auserwählter. Ja, morgen. Bin leider auch gleich wieder weg. Ah, ist okay. Ich kann damit. Nein! Bombe! Wegen dir habe ich jetzt nicht geguckt. Hau bloß ab. War Spaß. Oh Mann. Hui. Irgendwas habe ich gerade teilweise gefressen. Bobby Joe, ich komme. Ich werde dich einholen. Oh, wollte er mir eine Bombe ins Gesicht schmeißen, ne? Das hat er nicht getan. Valentin. Valentite. Achso, ach, Valentite. Ja, immer Augen auf die Straßen beim Fahren, Kollege. Ja, klar. Nein! Warum schmeiß ich ihn nach vorne, ich Idiot? Egal, trifft es den 12. Aber er hat doch gar nichts getan. Trifft die Mitte, trifft die. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Ich war der Hoffnung, dass hinten jemand. Nein, ist mich zweiter. Warum habe ich das bloß gemacht? Nein, warum habe ich die weggeschmeißt? Warum muss alles. Na, Vorsicht, Boomerang. Okay, ja, der kommt nicht zurück. Komisch. Ich lass mich zum dritten machen. Scheißegal. Nein, Bobby Joe ist vor mir. Mein Konkurrent. Verdammt. Naja. Ich hab schon überlegt, bei den Temperaturen so ein Whirlpool zu holen. So am Aufblasbaren, das wäre lustig. Mal schön auf die Terrasse aufbauen, dass jeder Nachbar mich sehen kann. Nein. Schön viel trinken. Die ist schon ein bisschen sauer. Egal. Immer noch besser, als würdest du es mit Zahnpasta trinken. Boah. Also, du kommst von Zähneputzen, setzt dich an den Frühstückstisch, wo die gesamte Familie, also wir waren ja in Dänemark, mit mehreren Personen so, setzt dich zu dem riesigen Tisch, kippst die Orangensaft ein, trinkst einen Schluck und sagst so, weil dieser Geschmack mit Zahnpasta so widerlich ist, weil das bleibt ja alles auf der Zunge kleben meistens, einiges noch. Oh, war das eklig, ey.
Pfui! Marios Metro. Oh, ja, Marios Metro klingt gut. Obwohl, ich hätte Kuhmu-Weide nehmen sollen. Für Toruxus tote Kuh. Hätte ich speziell auf Kühe geschossen. Mit Bomben. Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Schauen. Oh, ich muss mal ganz aufs Klo. Morgen habe ich leider schon was vor, sonst wäre ich gerne gekommen. Gut, grillen wir nur zu dritt. Ja, ich habe vor, wir machen morgen Ölwechsel bei mir, bei meinem Auto. Machen wir mal ruckzuck und dann grillen wir nochmal eine Runde. Schön grillen. Oh, schön, bei dem Wetter super gerne. Ich hoffe, morgen ist das Wetter ebenfalls gut. Wir schauen mal. Kann ich auch so fahren? Im verzögerten Bildschirm, der ist nur leicht verzögert, so extrem leicht. Könnt ihr auch so machen, ne? Es geht eigentlich voll. Aber der ruckelt ein bisschen. Kann das. Streamt. Ruckelt der Stream ein bisschen? Das ist nicht wirklich sehr schön. Ne, da läuft er flüssig. Komisch. OBS läuft ein bisschen rutschig seit dem Update, ne? Also. Seitdem Windows dieses Update gemacht hat, sieht das ein bisschen komisch aus. Aber im Stream sieht das wieder anders aus. Okay, enttäuscht das wahrscheinlich. Ja, hier ruckelt das wirklich sehr. Ich guck mal lieber auf den wieder. Also bei mir nicht, ja, ja, es ruckelt nur in der Vorschau irgendwie, ganz komisch. Aber der Stream selbst ruckelt nicht. Aber auch Ninjoshi hatte damals, hatte gestern Probleme mit dem neuen Update von Microsoft Windows 10. Ich hatte auch schon meine Nerven damit, wollte den Sound auf mein Headset umstellen, konnte aber die Funktion nicht mal finden, weil jetzt haben sie die Windows 7 Sachen da rausgehauen. Sondern jetzt nur noch diese Windows 10 Systemeinstellung. Jetzt bin ich wohl gezwungen, mich an dieses System zu gewöhnen, wirklich, mit den Systemeinstellungen, aber hätte so oder so irgendwann mal gemusst, ne? Man kann sich nicht ewig festbeißen an ein System. Und nachher ist es sowieso jedem egal, dann hast du es auch drauf, also, naja. Ja, vielleicht nuckeln auch nur deine Augen. Ja, bestimmt, deswegen läuft das hier flüssig und hier ruckelt's, ne? Garantiert. Und hier bei unten beim Stream, weil ich habe dreimal Mario Kart, läuft das alles normal, ne, oder was? Was sind die Augen, garantiert. Warum bin ich eigentlich 12 da? Ich gebe mir Mühe, aber die lassen mich irgendwie nicht vor. Weißt du, ich werde entweder gebissen, getreten, bombardiert, geschlagen, gepanzert. Ist das so? Ich weiß nicht, abgefeuert. Das ist furchtbar, ey. Haben 50 Kubik? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bei dem Turnier, bei Multi Online ist es ein bisschen gemischt. Nimm das! Whee! Guck mal, wir können eine Abkürzung nehmen. Aber nicht in die Mitte, das ist der Tod. Nein! Okay, war eine schlechte Abkürzung, glaube ich. Kommt die Pflanze da immer noch raus? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Im GameCube-Teil kommt da so eine riesige fleischfressende Pflanze. Ich glaube, viele hat da schon Erfahrung drin. Na, das war. Oh! Nein! Ich dachte, ich wäre Sechster, aber nein! Das muss mich hier was fressen. Benutzt eigentlich nicht die dritte Bootsstufe, weil die Strecken, weil die Kurven zu kurz sind. Also ich würde es machen, aber dafür müssen die Kurven länger sein. Also du schaffst es nicht in jeder Kurve, weil das zu lange dauert. Und dann bist du schon viel zu weit nach rechts in der rechten Kurve. Und ja, das ist nicht so. Sie nicht so toll. Wie ist Batman? Ja. Ich fühle mich auch like Batman. Batman. Finstere Fledermaus. Der Gerechtigkeit. Habe ich mich auch rasiert? Ich habe mich vergessen zu rasieren. Ich denke so, alles hat jetzt geklappt, ne? Und dann habe ich mich vergessen zu rasieren. Egal. Mach ich das nach dem Stream.
morgen früh ein bisschen zu spät aufgestanden, dann musste er schnell zum Zug. Aber egal. Hui, der Moroma. Wie gesagt, ich erwähne es nochmal, falls jemand mitspielen möchte, ich warte die ganze Zeit schon auf Leute, dass wir unser eigenes Turnier machen können. Wäre übelst nett, wenn sich jemand meldet dann später. Wer Mario Kart für die Switch hat natürlich, ne? Das ist die Voraussetzung. Boah, heute ist wirklich sehr wenig los. Manny! Oh, ist dir meine Banane gefallen. Das tut mir aber leid. Jetzt hat sich's gelohnt. Und die dritte Stufe lohnt sich wirklich, ne? Das sieht man, das merkt man wahrscheinlich. Ich glaube, ich könnte bei Manny den Windschatten ausnutzen, weil die wirft sie eh nicht. Das merkt sie gar nicht. Oh, das war jetzt nicht so schlau. Nein! Klaut sie mir das Doppel-Item ernsthaft? Naja, ist halt so. Sascha, du bist der Nächste. Oh nein. Naja. So, Tristan vor uns. Daneben ist Ruben oder was? Ruben. Ploben oder was stand da? Ich nenne einfach Plümpel. Punkt. Oh, nur Pilze. Ich weiß gar nicht, wo ich die einsetzen soll. Hier am besten, ne? Hier. Und hier nochmal. Verdammt, ich wollte eigentlich das Doppel-Item, aber ich habe die Kurve nicht hingekriegt. Okay, wir werden noch Vierter oder... Nee, Dritter sogar. Nein, Vierter. Nein, Dritter. Wir werden Dritter und wir... Nein, wir werden Dritter. Ja, wir werden Dritter. Gut. Puh. Okay, sorry. Ich bin dann erstmal wieder raus. Hauste rein. Viel Spaß und viel Glück noch, Digga. Alter, Digga wird hier nicht gesagt. Aber tschüss. Ne? Vielen Dank, dass du es so geschaut hast. Dieses Digga-Niveau haben wir hier nicht. Boah, was ist das überhaupt für ein Wort? Ist wie bei SpongeBob ein Satzverstärkungswort, glaube ich. Oh, Regenbogen Boulevard klingt schon mal ganz nett. Huch, ist jemand rausgegangen? Egal. Wo ist Muffin? Der kann zuschauen, das ist das Beste. Also Qualität ist einstellbar und Muffin kann nicht zuschauen. Wie tragisch ist das denn bitte? Ja, das geht, das ist gut. 1080 selber. Ach! Ich habe auf 1080 aus Versehen gestellt. Egal. Ich habe hier gerade den Aufnahmemodus laufen und nicht den 720-Pixel-Modus. Aber egal, der läuft ja anscheinend auch ganz gut. Naja, lass mich so. Ich habe 720 speziell ja nicht so gemacht, damit das ein bisschen ruhiger läuft. Obwohl der CPU, der ist ziemlich entspannt mit 50% Auslastung. Ja gut, dann lassen wir es erstmal so, ne? So, wer, was wurde jetzt gewählt? Ich lasse mich überraschen. So, ein Shy Guy. Ich habe mich besiegt vom Shy Guy. Ernsthaft? Okay. Go! Ich habe kein Item gekriegt. Ach, ich liebe die Strecke. Das ist die beste Strecke immer noch. Weiß nicht, im ersten Mario Kart und immer wieder released worden. Sehr häufig sogar. Und ich finde, die gehört einfach in jedem Mario Kart. Vor allem, die Musik ist so schön. Nein! Falsch gedriftet, nur sowas.
Moment, wir fahren die Abkürzung. Hui! So, der ist uns kein Problem mehr. Mandy, kannst du mir einen Windschatten geben? Nein? No. Bist du böse? Machen wir es so. Als Bestrafung kriegst du jetzt den Boomerang zu spüren, Mandy. Oder auch nicht. Dafür kriegst du den zu spüren. Bitteschön. Ich bin gemein, ich weiß. Aber so ist nun mal Mario Kart. Es war nie fair zu mir. Ich wollte gerade abwerfen. Oh, perfekt. Gut, dass ich noch gewartet habe. Oder beziehungsweise, dass der zum Abwehren benutzt wurde, der rote Panzer. War es ein grüner? Ich glaube, war ein roter, ne? Ne, war ein grüner. Gut, dass der Panzer zum Abwehren benutzt wurde. Nein! Ich wollte gerade ein Item haben. Ludwig kommt, gib Gas! Sascha kommt, gib Gas! Nein! Achso, ich habe Ludwig erwischt. Gut. Friss Bombe! Jo, erster! Hui, aber mit schönem Vorsprung. Jo, live doch. Ja, genau, live doch. Läuft doch. Schön. Herrlich. Ah, schön. Ja. So sieht's gut aus, finde ich. Ja, damit kann ich leben. Gute Leistung, würde ich sagen. So, mal sehen, was es jetzt zu wählen gibt. Diskodrom Röhrenraserei Marius Metro. Hurra! Ja, ich sag mal was. Wollen wir mal so eingeschüchtert tun? Nee, ich bin Turmvater, ich bin etwas nervös. Ich gebe mein Bestes. Viel Glück, willkommen. Etwas Nachsicht bitte. Naja. Ich hab die Krone auf. Ich bin der König. Nächstes Mal gewinne ich. Schon wieder. Ich bin so eingebildet. Hammes Batma! Endlich ein Countdown. Discodrom. Okay, spielen wir. So. Ja, Muffin hier wäre bestimmt schon 20 Mal Babypark gekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber gut, dass er nicht da ist. Noch nicht. Weiß nicht, wenn er da ist, könnte es vielleicht doch gefährlich sein mit Babypark. Nein, oh, muss schon sagen. Gerade ich, der einzig wahre Turuxo, werd von der roten Schildkröte erwischt. Klingt gar nicht eingebildet. Nein. Niemals. Oh, verdammt. Ich dachte, wir wären ein bisschen weiter weg, aber mittlerweile ist es ein bisschen... Bitte Babypark einmal, komm, Tore. Nein, nein, nein. Ist egal. Ich kann nein sagen, wie oft ich will. Ich will trotzdem kommen. Alter, das hat dir nicht getan.
Ich muss diese Hupe gleich mal loswerden. Damit fahre ich mich nur fest irgendwie. Als erstes ist es perfekt, aber... Perfekt. Das ist schon besser geeignet. Nein! Spider! Hä? Was war das denn? Das hatte ich schon mal! Das hat jetzt extrem viel Zeit gekostet. Ja, klau mir die Pilze, ist klar. Böser Geist, ey. Danke. Danke, Wuhu. Oh oh. Ruben, ich klau dir was, oder? Habt ihr überhaupt was zu klauen? Oh, das war ein Fehler. Was habe ich getan? Nein! Was, du auch noch? Mr. Miyagi? Glaube ich. So heißt er vielleicht, weiß ich gar nicht. Könnte Mr. Miyagi sein. 3PJ. Ich nenne jetzt 3PJ. Alexa, erzähl uns mal einen Witz. Was sind die letzten Worte eines Fallschirmspringers? Immer diese verflixten Modden. Ha. 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 Der Witz war so schlecht. Hey, boah. Ein Chuck Norris Witz ist viel besser. Alexa, erzähl einen Chuck Norris Witz. Wenn Chuck Norris Liegestützen macht, drückt er die Welt nach unten. Macht Sinn. Das macht durchaus Sinn. Das sind mal logische Witze. Immer diese Motten. Ja. Oh, doch, rechtzeitig. La 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 la. Nein! Ich wollte sagen, gerade die Strecke kann ich sehr gut. Nein! Komm schon! Ja, finde ich, gäbe es jetzt einen Remix von diesem Song. Ja, war so schön. Komm, muss noch wagen. Noch einen verdammten Witz machen. Alexa. Erzähl einen deine Mutterwitz. Ich bin mir leider nicht sicher. Früher konnte sie das, meine ich. Haben die das rausgepatcht? Kann auch sein. Alexa. Erzähl einen Witz. Nee, warte mal. Alexa, erzähl einen guten Witz. Was ist bunt und läuft über den Tisch davon?
Ein Fluchtsalat. Ich habe heute 150 Euro gezahlt. Oh Gott, er spielt wieder mit Alexa. Ich glaube, ich gehe wieder. Sandy, einen wunderschönen guten Abend. Dich habe ich gar nicht gemeint. Ich bin mir leider nicht sicher. Ja, wusste ich. Sandy, hast du Lust mitzuspielen? Bist herzlich dazu eingeladen. So, wo mal, ey. Yoshi. Yep. Der Metro kann ich eigentlich ganz gut, ne? Ich würde spielen, wenn nicht gleich Essenszeit wäre, Kappa. Ach komm, ein Controller in der linken Hand, Essen in der rechten Hand, das geht schon. Uchiweb sagt, du musst Mutterwitz sagen, nicht deine Mutter. Achso. Probier gleich mal aus. So. Manny! Miau, komm her. Oh, das war ein Pilz. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Egal. Oh, wer hat denn die Bombe gesetzt, ey? Die schon wieder. Mensch. Das hat er mir noch seitdem geklaut. Ich glaub's nicht. Du hast doch keine Chance gegen mich. Ach ja? Das werden wir ja mal sehen hier. Alter, ist jetzt langsam mal gut hier. Ruben! Ich stecke hier alles nur wieder ein, ne? Ich bin hier der Aufräumer. Ich sammle die Bananen auf. So einfach ist das. Oh, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder! Jetzt bin ich dran. Meins! Oh nein! Verdammter Witz. Oh, Pilze! Ich bin high! Oh, zwei da? Nein, 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 nein! Ich wurde überfahren. Schweinerei. Wie auch das normale Echo. Echo, nicht nur den Dot. Man muss... Der Dot ist dasselbe, du. Du musst halt nur richtig... Du kannst den an Lautsprecher anstecken, dann ist es dasselbe, also. Holst du dir die Echo... Den Echo Show, der vielleicht kommt, wenn da kein Joke war, der ist kein Joke, der kommt wirklich. Aber ich glaube, ich weiß noch nicht. Ich denke ja nicht. So. Wie ist das? Alexa, Mutterwitz. Wie viele Softwareentwickler braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keine. Es ist ein Hardware-Problem. Na. Sind auch nicht besser. Die sind auch nicht besser, die Witze. Ist der denn schon da? Oder hat er sich verkrümelt? Nö, sieht nicht so lange aus. Oder habe ich ihn noch nicht gesehen? Ich weiß nicht, ich sehe hier gleich die Tabelle. Regenbogen Boulevard. Das wird schön. Hatten wir es nicht schon? Ach ja. Nö. Kein Setti. Nur ein Kevin. Aus den USA. Kevin gibt's überall.
Und in Frankreich heißt es Le Kevin. Hui, hui, hui! Nein, kein Sally. Bei dir ist ja auch voll. Ach, das täuscht. Oh. Hallo? Chillt mal. Oh. Haben wir es bald mal? Kein Problem, ich passe da trotzdem durch. Bowser wäre ich mir nicht so sicher. War, hast du gerade mein Item zerstört? Na, warte. So. Das gab Rache. So, jetzt nochmal. Links, rechts, rechts, rechts. Nein. Meins. Das Doppel-Item schön geschnappt. Perfekt. Ich setze gleich den Pilz, den jetzt ein. Voll abgekriegt. Das war wirklich gut getimed. Was? Oh, ich hätte mal gern gesehen, was passiert wäre, hätte ich mit dem Stern den blauen abgekriegt. Wäre das zerdeppert? Weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Hä? Ah. Ist einfach vorbeigeflogen. Okay. Kevin! Oh, schon wieder das gleiche Schicksal wie eben. Jetzt, du musst springen! Was? Alter, du kannst dich anstrengen, wie du willst. Ich bin irgendwie der Pechvogel immer wieder. Immer wieder. So schnell habe ich mich nun auch nicht angestellt. Boah, blödes Spiel. Ich bin nie wieder Mario Kart, sind alle gemein zu mir. Besonders Kevin. Auch wenn er hinter mir ist. Ich habe eine Pokémon-Karte, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, habe ich hinter dem Regal gefunden. Hui! Was ist das überhaupt für eins? Pokémon! Dabei finde ich meine Karten viel geiler. Ich meine, seht ihr das an? Das habe ich aus meiner Kindheit geworfen. 20 KP hat Attacken. Was hat er denn? Grüner Cooper, Angriff 5. Panzerschuss 9. 20 KP. Besonders tot, sieht überhaupt nicht creepy aus, ne? Töte mich! Kunst! Aber auch Luigi sieht komisch aus. Achso, guck mal, der blendet sich sogar aus. Kunst, sag ich nur, Kunst. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich hab sie plötzlich in der Hand. Plötzlich lagen die hier. Ach, ich war aus dem Müllsack, ich weiß. Ja, die wären sonst weggeschmissen worden. Da geht das. Ach komm, aus alten Kindheiten. Aus Kindheitszeiten kann man sich ja nochmal dran erinnern, ne? Das war allgemein mal ein Kartenspiel entdeckt. Ich überlege, ob ich das da tatsächlich mal ein Konzept draus baue, irgendwie. Aus alten Kindheitszeichnungen hier irgendwie, wie dieses hier, ein kleines Spielchen draus zu bauen. Nur die Balance ist ein bisschen unfair, so wie ich die aufgebaut habe. Mit den KP und so. Außerdem macht es überhaupt keinen Sinn. Du kannst ja irgendwie. Na, irgendwie. Gibt es da nicht so wirklich Schwächen, Vorurteile und so. Taktiken kannst du auch nicht wirklich damit machen, weil es nur Attacken gibt. Der hat so viele Leben, der hat so viele Leben. Naja. Als Kind hast du es halt, ne? Ich glaube, die habe ich damals aus dem New Super Mario Bros. Lösungsbuch abgepauscht. Ja, bestimmt, das. Ja, genau, das war das. Das war so, genau. Puh.
hätte nach hinten losgehen können. Fahre meine eigene Bombe, garantiert. Ist der nicht jetzt drin? Ich hab gar nicht aufgepasst. Batsch! Die ist dutsch! Tristan! Was ist das für ein Name? Tristan, ich komme! Le Tristan! Mit dieser Banane will ich dich töten! Oh. Nein! Verdammtes Pendel! Es wird ja immer lustiger. Hey, so, auf geht's. Noctis LV! Mandy! Dich will ich mindestens überholen. Boah, bist du schlecht! Ja! Bestimmt. Das ist einfach nur Skill. Ich bin Zweiter. Hallo? So. So viel zum Thema. Ich bin schlecht. Ich bin Zweiter geworden. Also. Wer will nichts sagen, ne? Was willst du sein? Erster? Weiß nicht, oh. Multivitamin ohne das schon erwärmte schmeckt ein bisschen komisch. Es gibt keine andere Option als Erster zu werden. Na, das werden wir mal sehen, ne? Warum dauert das? Ich glaube, die Server sind abgeschmiert, ne? Jo! Sind abgeschmiert. Oh, hoffen wir mal, dass im Herbst, die September, wenn die Server laufen, dass alles super läuft. So, dann machen wir mal wieder Rennen. Yoshi. Obwohl, warte mal. Mal wieder Rosalina fahren. Bin ich ewig nicht mehr gefahren. Obwohl, naja, es geht. Einfach nach ein bisschen schneller fahren. Ja, bestimmt. Übrigens, hi Sepp, hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, herzlich willkommen. Sind ja schon einige da, wenn jetzt beide mitspielen würden, könnte man ja eventuell doch ein Turnier noch starten. Dann würde es sich doch noch lohnen, ne? The Fly, ah ja, die Fliege. Die Fliege. Ich will gegen diese Fliegen kämpfen. Wo ist die Fliege? Wo ist die Fliege? Hey, das ist ein Yoshi und keine Fliege. Hm, hallo Sepp, hallo Sally, ja. So. Wollen wir jetzt mal einen Alexa-Witz hören? Alexa, erzähl doch einen Mutterwitz. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Alexa, erzähl einen Mutterwitz. Darauf habe ich leider keine Antwort. Alexa, Mutterwitz. Was haben der Mars und der Berliner Flughafen gemeinsam? Auf beiden wird noch jahrelang kein Mensch landen. Okay, das macht Sinn. Das ist kein Witz, aber es ist Sinn. Alexa, bestell Nutella. Nein! Alter, deaktiviert, aber sie hat es nicht mitgekriegt. Nicht schon wieder. Warum sagt das immer voll? Ist so gemein. Ja, sicher, schon wieder bestellt. Nein, diesmal nicht. Nein, diesmal habe ich das nicht bestellt. So, ich würde sagen, wir können auch gleich rein theoretisch ein Turnier machen, ne? Wenn jetzt drei mitspielen würden, dann mindestens zwei schon mitspielen würden, dann würde es schon Sinn machen. Ich denke, dass Muffin vielleicht gleich noch kommen könnte. Eventuell, ich weiß nicht, ob er was vorhat oder nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er noch kommen wird. Was mache ich Vogelswitch, wenn ich rede? Das ist ein kleines Nebenprodukt. Wo das Fenster offen ist.
Andererseits ersticke ich hier drin. Das ist auch nicht so schön. Muss ja durch, ne? Hui, auf geht's. Future, the fly. Mal ganz ehrlich, ich will, wie sieht die Tastatur eines Chinesen aus? Das sind chinesische Schriftzeichen als Name. Aber wie viele Schriftzeichen muss die Switch haben, damit du deinen Namen bilden kannst? Da gibt es doch schon 50 Trilliarden bestimmt. Von diesen chinesischen Schriftzeichen. Wie sieht die Tastatur aus bei der Switch? Ups, ich wollte es eigentlich nach hinten schmeißen. Aber nun gut. Oh, bist ein Idiot, weißt du das? Ich wollte es eigentlich gleich nach vorne schmeißen. Ah. Noch was? Irgendwas? Das ist alles wie mit meinen eigenen Bombern. Was, 87.000 Schriftzeichen gibt es bei den Chinesen? Kann man sich doch merken. Ja, bestimmt. Alter, sind das viele, ey. Ah! Ich dachte, es wäre ein Pilz. Habe ich gerade einen Panzer abgeschmissen? Bin ich verwirrt. Das bin ich sowieso immer von da. Nein! Buhu, warum? Warum tust du mir das an? Ach, da ist der Typ mit meinen Pilzen. Und kriegt sogar 3 statt 2. Okay. Kopf bewahren. Grünkopf bewahren. Dann klappt das auch noch. Mindestens noch Vierter werden. Könnte vielleicht. Oh, das klappt bestimmt. Okay. Er hat ah, Mann. Hallo? Oh, okay, das war's. Das war's. Noch irgendwas? Ja. Bestimmt. Ich glaube, Shilasa hat mehr Skill als zurück, so, wenn ich das so sehe. Nein! Das ist beleidigend, Sadie. Das ist wirklich beleidigend. Ja, fast Vierter. Das sah eben noch gut aus. So, in den Chat nochmal gefragt. Wer würde jetzt mitspielen, Mario Kart? Der soll jetzt einmal hier in die Hand heben. Einmal in den Chat die Hand heben, bitte. Der soll sich einmal melden. Dann machen wir ein Turnier auf und dann spielen wir eine Runde alleine. Also, einmal die Hand melden, bitte. Machen wir eine Runde so und dann machen wir eine Runde Turnier, wenn genug Leute da sind. So. Hä? Hä? Keiner oder was? Keiner schreibt was. Oh, ernsthaft. Heute ist eigentlich Mario Kart 8 Turnier und wir haben noch kein Turnier gemacht. Unglaublich, ey. Ultra for Chaos. Hm. Ach, Sadie ist auch drin, sehe ich gerade. Oh. Also ich nicht. Okay, alles klar. Dann ist das so. Oh. Obwohl ich bei der Strecke eigentlich ziemlich gut bin.
Ich kann die ganz gut fahren. Sagt er und fährt gegen den Zaun. Ja. Gut, Konzentration ist der Weg zum Ziel. Da lang. Oh, der Hupe, ich denke, oh, er wird es nicht abfeuern. Er hat es doch getan, ey. Oh ne, warum habe ich das getan? Warum muss ich immer von Pech verfolgt werden? Hey YouTube, hi, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie gesagt, ja. Bin gar nicht verwirrt eben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Item, Item. Oh, das ist gut. Perfekt. Oh, wen haben wir denn da? Hui! Oh, wer ist denn hier vor und erster geworden? Hä? Ach, jetzt sind sie alle ruhig, oder was? Ja. Tja, Sadie, war wohl nix. Da sind ja wieder ein paar Leute dazugekommen. Ich frage nochmal. Ich frage noch einmal, wer Lust hat, für ein Turnier, der soll sich bitte melden. Dann machen wir ein Turnier. Ist kein Problem, jeder kann mitspielen. Vorausgesetzt ist er hat Deluxe und eine Switch natürlich. Wir werden sehen. Oh, Baby Park, das ist nicht gut. Animal Crossing ist viel schöner. Ui, die Quote zwischen uns steht 5:1 für mich. Du hast also noch ein bisschen was zu tun. Ich will mitspielen. Oh, schön. Und Horst Freak 123, herzlich willkommen. Ach, wie Ghost Freak. Achso, ja, herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, ich will es nochmal, das machen wir jetzt die letzte Runde noch einmal, dann mache ich nochmal ein Turnier auf, kein Problem. Dann spielen wir nochmal alle gemeinsam, wer will, ein Turnier. Kein Problem, wir spielen dann, mal schauen, ne, vielleicht hat ja jeder Lust oder so, wir schauen mal. Jeder kann dann dazu joinen, kein Problem. Und den Turniercode gebe ich dann auch in den Chat frei. Also noch ein Rennen und dann machen wir ein Turnier, kein Problem. Gut, bleibt gespannt. Gut, dann wollen wir mal. Yes! Hui! So, mein lieber Sadie, du bist noch vorne, noch. Wir werden sehen, wie lang. Gut, dann wollen wir mal sehen. Kein Item gekriegt. Ja, super, läuft doch wie geschmiert alles. Ja, so muss es laufen. Oh, da flog ein grüner Panzer, macht nichts. Hä? Der hat das Item gar nicht aufgesammelt. Was ist denn da los? Oh, Resetti! Warum muss Resetti ausgerechnet da rauskommen? Oh Mann! Ich werde ja auch gerade von einem wieder erwischt, was geht, aber egal. Resetti ist erster, das ist nicht gut. Oh, die Roten sind immer noch die schlimmsten. Es sei denn, die kommen von mir, dann sind sie cool. Perfekt. Am besten jetzt gleich nochmal welche. Also irgendwie sammeln die keine Items auf, kann das sein? Ist das ein Bug gerade wieder?
Oh! Dann sieh mich doch gerne an. Oh, hallo? Macht nichts, ich hab Pilze. Und nochmal Pilz. Na, Sally, ich komme. Komm, stopp doch mal. Oh, verdammter Bug. Der kennt nicht, dass ich hier gerade drücke, ne? Oh, wären die früher gekommen, hätte es doch geklappt. Boah, verdammter Bug. Naja, ist halt so. Müssen wir mitleben. Gut. Ja, gut, dann machen wir jetzt ein Turnier auf. Dann liebe ich mal das Spiel. Ja, manchmal dreht sich das Rad. Das habe ich mal gehört von Yoshi hat mir mal erzählt, das ist ein Bug. Manchmal, der auftretet und dann reagiert er gar nicht, wenn du stoppen willst, dann läuft er bis zum Ende durch. Kann von Nachteil zum Nachteil sein, ne? Und das hat nicht jeder. Und ja, es ist ein Nachteil gewesen, dementsprechend. So, da lief ich einmal ganz kurz. Mach ein Turnier auf und dann kann jeder dazu joinen. Ist nicht das Problem. Ich will mal sehen, was ist eigentlich jetzt mit meinem Turnier, was hier aktuell läuft. Da läuft ein Turnier. Ich habe eigentlich eingestellt hier Samstag 20 Uhr bis 0 Uhr Samstag 0 Uhr. Ich weiß nicht, warum das läuft, aber egal. Dann nutzen wir halt das einfach. Ist nicht das Problem, denke ich. Was mache ich jetzt denn einmal? Greetings? Nein, Greetings nicht. Discord-Turnier. Mache ich hier einmal das hier an, dann wird hier alle 5 Minuten eine Nachricht nochmal erscheinen, dass der Turniercode so lautet. Vielleicht ist es aktiviert, ich hoffe mal. Mache ich nochmal selbstständig, einmal für euch. Ich schicke ihn nochmal in den Chat jetzt und zack. Wer will, der kann jetzt dazu joinen, ist nicht das Problem. Und dann gehe ich schon mal rein. Ich denke mal, dass es am nächsten Samstag um 0 Uhr dann wieder resettet wird. Dass es dann deaktiviert wird, weil es gab ein Update in Mario Kart, das vermutlich aktiviert wurde dadurch und ja, dementsprechend alle Turniere offen sind. Kann ja sein, kann ja auch nicht sein. So, jeder ist herzlich willkommen, der kann nur dazu joinen. Der Code ist, wie gesagt, hier im Chat. Der kann den einmal aufschreiben und ja, dementsprechend joinen. Ich hoffe nur, dass es das Richtige ist. Oh, scheint richtig zu sein. Huf, wer ist das denn? Huf, was ist rot? Woody Woodpecker, bist du's? War ein Spaß. Gut, einen haben wir schon mal. Weiß nicht, ob noch jemand Lust hat. Na. Scheint wohl nicht so der Fall zu sein, dass hier noch jemand kommen möchte. Ja. Gut, 10 Sekunden hat immer noch Zeit. Dann startet das so oder so. Nö, Turnier ist jetzt für mich nichts. Okay, alles klar, dann machen wir es halt anders erstmal. Gut, Donut-Ebene haben wir noch gar nicht heute gemacht. Gut. Juckt die Nase wieder. Immer juckt mir die Nase. Ich weiß nicht wieso. Fail, fail. Cooler Name. Oh, ich habe sogar 360 Turnier. Ist das Turnier nie abgelaufen? Muss nebenbei kochen. Nur wollte es mir nicht nehmen lassen, wenigstens eine Runde gegen dich anzufahren. Alles klar. Kann ich verstehen, ne? Bin auf jeden Fall guten Hunger. Vielleicht guckst du auch nebenbei zu. Ich weiß gar nicht. Ist er das? Ah ne, er ist der Gold Mario, alles klar. Oh. Noch was? Noch irgendetwas? Irgendwas, was man auf mich schmeißen kann? Irgendein Gegenstand? Irgendwas? Mir fällt gerade auf, die Stände gibt es gar nicht mehr in Mario Kart, ne? Haben diverse, haben sie ja aufgelöst. Ich fand es auch nicht so wirklich toll, ne?
Okay. Larry Cooper. Oh nein! Echt? Oh, das könnte eng werden. Aber er kämpft auch gegen einen Computer gerade. Mit Baby Rosalind. Oh, toll. Irgendwie hasst mich das Spiel. Kann das sein? Jeder lässt seinen Frust an mir raus. Siehst du? Und das ist nicht das einzigste Mal. Das passiert immer wieder irgendwie. Mip, mip. Boah. Was für eine Runde, Mensch. Das gibt's doch gar nicht, ey. Tatü, tata. Da ist ein Feuerwehrauto vorbei. Oder ein Rettungswagen. Nee, Rettungswagen ist das. Ringbogen, Babypark. Oh nein, warum ich das ausgewählt? Nein! Ich wollte das gar nicht. Ist der Muffin eigentlich online? Muffin, wo bleibst du? Was? Bist rausgegangen? Keine Lust mehr. Ist auf jeden Fall jetzt alles zu. Ey, Quatsch. Ziemlich ruhig im Chat. Ist er jetzt rausgegangen oder kommt er wieder, weil er den Charakter wechseln möchte? Kannst du dich melden, bitte? Wenn nicht schlecht, weiß ich nämlich wenigstens Bescheid. Um Charaktere zu wechseln, muss man doch nicht mal rausgehen. Ja, ich weiß, aber einige machen es aus Reflex schon. Also wird er weg sein oder Verbindungsabbruch. Kannst du auch haben. Ja, also gut. Dann ist das so, dann machen wir es wieder anders. Mal gehe ich wie aus dem Turnier raus. Also wenn heute nicht wirklich. Heute ist auch wirklich sehr wenig los. Könnte auch an der Temperatur liegen. Oh, es sieht bewölkt aus. Kann es doch vielleicht doch nachher noch ein bisschen gewittern. Okay, die Luft ist auch ein bisschen feucht, merke ich gerade so. YouTube have left the channel. Alles klar. Okay, danke, dass du Tschüss gesagt hast und so, aber. Gut, dann machen wir das mal aus. Dann machen wir es ohne Turnier. Ist im Bett erstmal weiter. Haben wir noch 50 Minuten, ne? Ich wollte heute nicht so lange streamen. Ich kann es auch in meiner Woche nicht mehr so lange, ne? Obwohl, heute ist eine Ausnahme. Heute wollte ich 18 Uhr unbedingt streamen. Wobei ich überlege, ein bisschen. Ob ich jetzt überlege, ich überlege auch, ich vielleicht ein bisschen anders streamen, die Streamzeit noch ein bisschen anpasse. Jetzt, wo Sommer ist, ist es so schönes Wetter, dass ich vielleicht noch ein bisschen draußen sein möchte, so, ne? Deswegen überlege ich, ob ich die Streamzeit nochmal anpasse und dann sage, ja, hier, wir spielen 18 Uhr bis 20.30 Uhr oder 21 Uhr, dann gehe ich ins Bett. Ich bin da sowieso am Überlegen, ob ich jetzt statt einem Zug lieber mit einem Auto nach Hamburg fahre. Also die Verbindung. Die Verbindung nach Hamburg ist perfekt, ne? Muss ich jetzt nicht sagen. Das ist eine gute Strecke. Draußen sein? Bäh. Wieso habe ich eine Switch gekauft? Nee, die Route ist perfekt, aber das dauert ein bisschen länger. Also mit dem Auto bist du schneller wieder zu Hause. Und dann kann ich wieder wenigstens 40 Minuten durchgängig schlafen, als im Zug ein bisschen dösen. Muss ich überlegen. Es kostet zum einen ein bisschen mehr Sprit und so, aber es ist halt mehr Schlaf, ne? Das muss man so bedenken. Gut, achso, ja. Online-Turnier wollten wir machen, ne? Global. Und dann gehen wir hier wieder rein und dann könnten auch mal Schlacht spielen, ne? Was will man draußen? Ist ja komisch. Aber sonst geht's dir noch gut, Tore, oder? Entschuldigung! So schönes Wetter, ne? Die Sonne knallt und alle sagen hier, bist du wahnsinnig? Allerdings, wir haben uns bestimmt verhört, Sepp.
Nächster Stream. Hallo, herzlich willkommen in meinen Außen-Außen-Brust-Stream. Oh, geil. Ja. Wer knallt sie denn? Was? Was wird... Ich verstehe gerade nicht, was willst du? Irgendwas stimmt da nicht. Wahnsinnige Leute gehen an die frische Luft. Furchtbar. Der wird geknallt. Das will ich auch jetzt gerne wissen. Was? Gewitter? Kommt ein Gewitter? Mal ehrlich, ernsthaft. Das sieht wirklich so nach aus. Guck mal ganz kurz. Wetterradar. Wetterradar, Regenblitze, Wolken live. Oh, guck mal vor. Seite neu laden. Was? Oh, da kommt was aus London. Nee, da kommt gerade was nach Hamburg. 19:40 jetzt los. Nee, wo bin ich eigentlich? Hallo? Das dauert ja noch einen Augenblick. Echt merk, ich hab nichts davon. Riptorux, Torestadt, wenn wir rausgehen. Ja, genau. Endlich mal frische Luft, kommt ein Auto. Lieber drin bleiben. Und mein einziger Freund ist Tempo, das Taschentuch, Chip und Penny. Genau, Penny war das. Meine Orte, Hamburg, gucken wir mal. Sonst geht's in den eisernen Po. Diese sind ja nur Cookies. Ja, ist okay, ey. Seite neu laden. Laden. Lieber Nutzer, wir finanzieren unsere Seite mit Werbung. Ach so, Adblock. Ja. Entschuldigung. Oh, schauen wir mal. Jetzt online Premium-Mitglied werden, um ranzuzoomen. Ist klar. Am Arsch. Na, dauert noch einen Augenblick, aber es wird wohl heute gewittern, wie es aussieht. Beziehungsweise kommt da was auf uns zu. So ein kleines Gewitter. Denke ich mal. Es ist bewölkt, aber nicht schlimm. Aber in Hamburg soll es wohl anscheinend schon. Warte mal, aktuell steht hier, ne? Immer mal auf heute. Also in Hamburg muss es schon regnen anscheinend. Gut, alles klar. Ergänzung, als Sepp knallte. Ihn. Was? Störte Leute, ey. Ach, das dauert nur einen Augenblick, bis wir hier reinkommen, ne? Ah ja, guck mal hier. Wenn jetzt diese Münzen runterfallen würden, wäre er platt. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber so. Druckso ist kein guter Umgang für uns. Wenn er rausgehen will, was soll man davon nun halten? Hallo? Ich kann sehr viele gute Dinge machen, wenn ich draußen in der frischen Luft bin. Hä? 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 Okay. In Hamburg regnet es immer, ne? Stimmt. Na, nicht wirklich. Aber viel. Turkso steht auf Männer. Da guckt man einmal weg und dann sowas. Was? Ich hab nie gesagt, dass ich auf Männer stehe. Was geht hier eigentlich gerade ab im Chat? Ja, geht echt schnell heutzutage. Oh, Luigi's Mansion. Erlebe VR noch heute.
Ich hab doch eine Feuerbrille, aber ich hole noch keine Oculus. Das HTC ein bisschen besser. Die hat Steam Support. Wir kriegen gerade einen super Moment. So, Verzeihung. Ja. Oh, hallo Basterix, einen wunderschönen guten Abend. Aber wir sollten ihm Respekt zollen, dass er nicht bei uns, zuerst geoutet hat. Was? Ihr habt mich nie geoutet. Was? Das ist doch nicht wahr, ey. Alter. Oh Mann, ey. So viel dazu. Na jetzt hab ich doch schon geknallt, also ach so! Jetzt weiß ich, wo das herkommt, wegen vors Auto geknallt, ja, ist klar, okay, Ja, mit Knochen verspaßt man, sehr viel. Ach, guck mal oben hier, der Pro hängt da oben an diesen Dings hier. Achso, jetzt ist es runtergesprungen. Ich hab einen erwischt. Perfekt. Komm, na. Also, so langsam klappt das doch, denke ich. Und Basti, klappt das morgen mit Grillen? Die grillende Grille. Nein. Nein! Tana! Nein! Kostet uns wenigstens der gut. Kostet du denn wenigstens gut, dann ist der auch ein Ausgleich. Wer hat gesagt, dass du eingeladen bist? Das hat er nicht gesagt. Oh! Oh, guck mal, da kommt Jesus. Sah's mir so aus. Und er ist Führer im gesamten Spiel. Machen wir ihn fertig. Alle auf Tana! Gut, er ist raus. Ist er rausgeflogen? Nee, noch nicht. Aber wenn wir ihn vielleicht rausfliegen lassen, könnte man eventuell noch Erster werden. Oh, verdammt, jetzt hat er mich selbst erwischt. Aber macht nichts. Komm schon, wir müssen ihn nur einmal erwischen! Irgendeiner! Los! Na gut. Jesus ist Führer? Ja, er führt, Mann! Dieser Tarne, der sah aus wie Jesus. Er sah so aus, als könnte er aus Wasser Wein machen. Punkt. Mehr nicht. Ja, haut alles hin. Super, dann melden wir uns morgen nochmal, ne? Also wir wollten morgen den Ölwechsel machen und dann auch direkt gleich zu testen und einkaufen gehen. So haben wir es in etwa geplant. Gut. Was regst du? Finde ich gut. Und schon wieder spannt Bastirix hier rum. Ah, ja. Ach ja, stimmt. Ich muss für Felix auch noch einen Text machen. Oh.
Oh, was ich. Ich hab einen tollen Text gehabt. Ich hab's nur vergessen. Wie wär's mit denen? Silky Bock Live. Hi, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Wie geht's euch? Mir geht's bestens und selbst. Herzlich willkommen beim Stream, ne? Einen wunderschönen guten Abend. So, dann haben wir auch jetzt alles fast, ne? Oh nee! Der ist super. Ja, der passt doch voll. Oh, Insignie! Ich hab gleich realisiert, dass wir das jetzt spielen. Item! Das ist meine! Ich wundert's, dass Sandy sich noch nicht wundert, dass hier gerade sehr viele Moderatoren dabei sind. Oh, es hat geklappt! Okay, die Feder geht auch. Komm her! Oh, hört auf, mich abzuknallen! Schießt ihn ab! Er hat die verdammte Insignie! Und hat noch 9 Sekunden! Oh. Ich nehme alles zurück. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann, die ist schon wieder weg. Ich muss ihn im Weg ab. Oh, hört auf mich abzuknallen. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Ha? Jetzt! Yes! Hat geklappt. Soll ich einfach mal stehen bleiben? Das wäre lustig. Oh oh. Ganz ruhig. Au! Hui! Vielleicht doch lieber mal oben hier. Ich bleib hier oben einfach. Hui! Nein! So knapp! Tino! Treu! Oh Mann. Ach, hab mich gar nicht damit abgefunden, dass du deine Mods immer bestellst, wenn ich da bin. Ist klar. Woher weiß der Nikos das? Das würde ich auch ganz gern wissen. Er hat die NSA gefragt, die wusste es. Oh! Hallo? Die Zeit wird auch kürzer jetzt mittlerweile. Aber die Idee mit oben langfahren ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Ja, das Schweine... Ja, es macht mir nach! Hallo? Er macht mir nach! Schwein! Oh nee, ja. Ich weiß halt viele Dinge, ist klar. Bist du etwa ein Hellseher? Nee, niemals. Er doch nicht. Niemals er. Er weiß einfach, dass er ein schlimmer Finger ist. Ah ja. Macht Sinn. Ergibt Sinn. Ich sag extra für Fedef, es ergibt Sinn. Nee. So. Ich bin immer lieb und brav. Ja gut, wer weiß das nicht? Ach man. Toll, Tore. Ja, super. Keks, 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 Keks. Ich will Keks. Ich krieg Salz. Mm. Hat jemand hier Salz verloren? Oh,
Das dauert aber auch, bis hier ein Turnier startet, ne? Er dreht wieder durch. Ja, hallo. Genau das ist doch im Stream zu erwarten, oder halt, wenn nicht? Hier, nom nom nom. Oh. Nom 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 nom. Ja. Aber sonst können wir das mal. Ich weiß das nicht. Oh. Ja. Ah, okay, alles klar. Währenddessen können wir mal fragen. Alexa, erzähl uns einen Mutterwitz. Das weiß ich leider nicht. Alexa, Mutterwitz. Wer schneidet Grimassen und hüpft um seinen Eintopf? Der Suppenkasper. Warum sind die Witze so schlecht? Hm, große Haare. Sieht aus wie eine Puppe. Hm, Beppo. Bebo. Ups, die hatten wir eben gerade. Entschuldigung. Asterix wirft Kekse in den Chat. Ja, stimmt. Ich habe eine Idee, was man mit dem Chat machen kann. Moment. Finde ich das jetzt? Moment. Ist das laut genug? Moment, ich weiß gar nicht, wie laut das ist. Nein, ist der Controller. Ja, yeah, R3Z. The King of Twitch Chat. Ah, wenn ich in Twitch Chat stab, dann rennen die Mods weg. Mein Gesicht hat Anarchie im Gepäck. Oh, ich glaub, das geht. Widerstand hat keinen Sinn und kein ja, Zweck. Ja, liebe das Lied. Ja, bestimmt. Chat Channel, der es nicht checkt. Deshalb bin ich der King, wenn ich im Channel drin bin. Fick drauf, was die Leute sagen, nennt mich David. Ja, soll lustig. Los, Leute, tanzt. Sie wollen mit meinen Looks mithalten, keiner kann's. Craig is im Brainstag, Nick Cage, Swift Rage. Keine Chance gegen Grey Space, no space. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Kappa, hey. Ich muss dann jetzt mal essen gehen. Euch viel Spaß, vielleicht schaue ich danach rein. Ja, ich mach hier ja nicht mal lang, glaube ich. Ich weiß nicht, mal schauen, ne? Vielen Dank, dass du da warst. Hey, all die Mods, die können. Irgendwie hakt das, kann das tatsächlich. Warum ist das Internet so kurz geladen? Alle schweigen, Greyface, no space. Irgendwie hängt der gerade, Entschuldigung. Los, rastet aus, bitte rastet aus. Ich bring die Party auf eine LAN-Party. Und die Mods haben keinen Bock, denn hier gibt's Party nonstop. Und hier wird keiner geblockt, wenn ich den Channel hier rock. Es ist klar zu dem Upper Kappa Kappa in the house. Yeah, und alle rasten sie aus. Es ist Home Story Cup 10. Enter the game. Du musst dabei sein, einfach. Um es zu verstehen. Ach, wie gut, dass keiner von euch weiß. Dass ich gar das nicht in Greyface, no space. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Jetzt ist Twitch Chat Anarchie. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Nieder mit dem Bot-System. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. All die Mods, die können gehen. Hey Kappa Kappa, hey. Mach mal wieder helfen, ne? Warte mal, ich drehe nochmal extra Runde. Greyface, no space. Dabei, Kappa, Mike, Chatten ist leicht. Es wurde Zeit, ich bin so grau und die Mordskreide bleich. Ey, wenn ich komme, dann bleibt die Zeit stehen. Und wenn du kommst, dann denk ich, Zeit zu gehen. Alter, was, Mann? Kappa in der Hut, so sieht's aus. Unter den Twitch-Emotes bin ich Mist, das bin ich erwischt. Ja, und deshalb kennt doch jeder meinen Namen. Mitsingen, Kappa, Kappa, ja klar. Ich hab auch nichts mehr zu sagen. Ja, ich regel hier das ganze Event. Ich regiere den Chat und das gesamte World Wide Web. Du wirst so sein wie ich, sorry, du wirst nie groß. Höchstens mit einem Glücksloch aus der Copy Pastorino. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Oh, ist dann verloren, oder? Nein, wir sind wieder frei. Anarchie. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Nieder mit dem Bot-System. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. All die Mods, die können gehen. So viele Kappa-Zeichen sogar meine. Alle schreien Greyface, no space. Ja, das war der Cover-Song. Ja, schön, nett und nice.
So, oh Gott, ich werde wieder verfolgt. Ich werde verfolgt. Er will mich haben, das merke ich. Oder nicht? Der hält sich hartnäckig. Aber wir haben gewonnen. Super! Gutes Spiel, gutes Spiel. GG, würde ich sagen, ne? Ja, so. Wir auf den richtigen Dings wechseln. Ist Kappa Deutsch? Die Kommentare dazu. Ich weiß gar nicht, ist Kappa Deutsch? Warum? Irgendwas stimmt mit meiner Tastatur, mit meiner Maus nicht. Das ist nicht gut. Hä? Ach so! Das für ein Song? Ich will ihn gar nicht abspielen. Nachher ist das hier Patent und dann ist das hier. Ist es der Song, den ich denke, dass es der ist? Is it the bagel? Ha, nein, das ist er nicht. Ich würde es auch nicht hören. Ich dachte, das. Nein! Egal. Mir fällt ja alles runter gerade, aber egal. So. War ein guter Anfang. Jetzt habe ich ein Ohr vom Toll. Naja. Ich glaube, ich muss mal so ein Aufrufzeichen Kappa machen, dass man ein bisschen Kappa spammen kann. Oh, Sepp ist weg. Seit wann das denn? Ach, da ist er weg. Kappa, 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 so viel Kappas. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Wird immer dunkler. Ich glaube, vielleicht kommt wirklich ein Gewitter. Felix aus Kanada. Ballonschlacht. Wollen wir die Ballons etwas schlachten? Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass wir gewinnen. Was ich so ein bisschen vermisse, ist der alte Ballonschlacht, dass du wirklich raus bist, wenn du alle Ballons verloren hast. Aber ich vermute, so wollen sie verhindern, dass einige zu lange warten müssen, bis sie die nächste Runde starten und so. Kann ich zum einen verstehen, aber irgendwie auch schade, dass man es nicht einstellen kann. Ich hab nicht aufgepasst. Na, sowas. Samai, das werden wir nochmal rächen, ne? Oder rechtfertigen, wie auch immer. Perfekt. Die Feder ist voll gut. Jetzt, wo ich weiß, wie sie richtig funktioniert. Direkt nochmal anhören. Ja, bestimmt. Ja. Wenn man es zu oft macht, dann ist es nicht mal besonders. Ne, das muss man mal dabei bedenken. Kommt doch mal einer her, Mensch. Da. Nein. Nein! Jetzt sag ich es bitte natürlich mit der Feder. Hä, wo sind denn alle? Könnt ihr mal in meine Richtung fahren? Mist. Egal. War nix. So viel Mühe und dann nachher doch nix. Ich hab 0 Punkte. Viel zu viel rum. Ist echt unglaublich. Gut. Fliegen Hütchen auch gut? Wo sind denn alle hier? Hallo? Verdammt. Oh, ich habe einen ausgeschaltet. Das ist gut. Es gab viele 3 Punkte gleich. So, ich blockiere gerade die Punkte, ne? Mit meinem Gesicht. Mit meiner Fratze. Naja, müssen wir mit dem. Keep calm. Ganz ruhig, nicht sterben.
bin für noch eine Runde. Hey Kappa, na, das weiß ich. Boah! War das knapp, ey. Treffer. Aber warum hab ich keinen Punkt gekriegt? Wie? Siehst du das? Hier, warte mal. Die Punkte, also sind sowieso weg. Das muss ich nicht nach hinten gucken. Egal, so. Hey, Kappa, Kappa. Es ist aber auch irgendwie ein Mund im Kopf drin. Das ist klar. Das merkt man, ne? Ich bin für das Lied. Ameno. Kenne ich nicht. Kann man das essen? Oder. Naja. Dauert jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen einen Augenblick, bis das wieder startet, das nächste Turnier. Aber ich kann es, glaube ich, verstehen, weil es ein bisschen länger dauert als ein Rennen. Von daher ist es gar nicht mal so verkehrt, denke ich. Damit man ein paar Leute reinkriegt. Das Lied ist gut. Das ist auch eine gute Alternative. Ich kenne das Lied gerade leider nicht. Aber solange es GEMA-frei ist, ist es okay. Ich Twitch. Ameno. Ach du Scheiße, da gibt's ja 50.000 Versionen. Welche meinst du denn? Era Ameno? Era Ameno LBLVNZ Remix? Ameno Era Treu? Da gibt's Tausende! Wird mal Zeit, dass ich langsam mal Song-Request einführe, ne? Wollte ich ja schon lange machen. Witzrad hat mich erwischt. Was für ein Witzrad. Danke. Danke. Ja, noch was? Hallo? Irgendwas? So, wir sind recht wenig, fällt mir gerade auf. Aber naja, ist halt so. Die Musik ist schön, finde ich. Schön mit der E-Gitarre. Ach, der ist raus! Ich bin Führer! Ja, ich führe, meine ich. Ich führte immer noch. Ich führe immer noch. Gleich am Ball bleiben, ne? Witzrad, das war nicht witzig. Oh, Alter! Manchmal fliegen auch 1050 Bomben. Ich hab dir einen Link geschickt. Ja, okay, den kann ich jetzt aber leider nicht öffnen, weil das. Achso, warte mal. Nee, kann ich nicht. Weil Twitch ist über einen Laptop und nicht über einen PC offen. Lunchbox? Wer führt eigentlich? Oh.
ist immer noch laut, ne? So. Ist es das jetzt bei mir sowieso ausgegangen? Sowieso ist mal das letzte Lied, dann machen wir wieder normal weiter. Gut. Jetzt kommt Shellbreak! Ich will auch mal diesen Signi haben. Wie jeder andere. Jeder will mal spielen. Getroffen. Aber ich krieg sie nicht. Ich hab sie verdient. Ich hab ihn erwischt. Rosi, mach Platz. Turkso auf. Ja. Ja. Hier damit. Nein. Der Chinese hat sie. Euer Japaner. Schnappt sie euch. Da. Wie alle gierig dieser Insignien hinterherlaufen, ne? Soll doch jeder eine kriegen, wie beim Fußball. Haben wir keine Probleme mehr. Schade, dieses App Mario RPG damals nie erschienen ist. Warum will denn keiner haben? Nehme ich sie gerne. Wenn keiner was dagegen hat, nehme ich sie gerne an mich. Und tschüss, Mann. So. Ich hab mich selbst erwischt, ich Idiot. Glaub ich zumindest. Her damit! Meine! Alle fahren vorbei. Oh Mann. Es ist auch echt nicht einfach, hier irgendwie irgendwas zu erwischen. Moment. Ah. Zurück. Rechts, 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 rechts halten. Oh, die Zeit wird immer knapper jetzt, ne? Komm, ich will wenigstens der Sieger werden. Gut, das war aber nix. Naja, so, Musik ist auch jetzt wieder aus, dann können wir wieder im normalen Status jetzt starten. Muffin war nicht dabei. Gut, dann spielen wir jetzt mal Runde. Weil er meint, ich würde mich vor Kumu weiter drücken. Spielen wir jetzt auch mal Rennen. Global? Rennen. Du kannst einfach nachjoinen, ist ja jetzt nicht das Problem, denke ich, ne? So, ich nehme mal Yoshi wieder. Eingang. Suche nach Spieler. Mal schauen, vielleicht kriege ich es ja demnächst mal hin, dass ich mal Song Request einrichte. Und das muss dann so laufen, dass die Bots die Musik kontrollieren können. Also wenn es zu laut wird, dann können sie die leiser regeln und so alles mögliche. Dann muss ich dann beide nichts machen. Und wenn halt mal Musik kommt, wie zum Beispiel hier, das Horst Wessely zum Beispiel, dann müssen die sofort eingreifen, müssen dieses Lied raushauen und so. Und ja, es geht nur mit Mod. Anders geht's nicht. Weil das Wessely ist verboten. Und wenn das abgespielt wird, gibt's glaube ich Ärger. War jetzt ein Beispiel jetzt nur, ne? Wer ist denn dieser letzte Follower? Ja, gute Frage. Irgendwas stimmt ja nicht. Ah, das Rennen ist vorbei, alles klar. So, Muffin, du kannst hinterherkommen. Welcher letzte Follower? Das ist, Moment, lass mich mal kurz gucken. Ich muss mal runterscrollen bei dieser Tabelle. Hä? Ach, ich habe noch gar nicht aufs Dashboard geklickt, ne? Ich Idiot. Kein Wunder, ob ich hier nichts sehe. Dann schauen wir mal. Das ist der gute. Ernsthaft? Wieso krieg ich das eigentlich nicht bemerkt? Das ist die gute Saskia. Hm?
Warte mal, wir machen mal so. Dann so. Und dann so. Problem gelöst. Ups. Tut mir aber leid, Muffin. Ich hab nicht mitgekriegt, dass er das schon wieder gemacht hat. Dieser böse Muffin, ne? Hey! Was? Das ist unlieb. Nein, das ist berechtigt. Niemand will einen Kuhschubser sehen. So, dann machen wir mal. Au, die Strecke ist gut. Mal schauen, ich stelle mir das Grillen schon entspannt vor morgen. Mal schönen Abend machen. Herrlich. Also vielleicht mache ich nebenbei noch Gronkh an. Den Stream, das ist ja sein letzter Stream, erstmal, wie ich gehört habe. Wegen der GEZ, wegen dem Rundfunkbeitrag muss er ja seinen Dienst demnächst einstellen, leider. Ich hoffe, dass ich das nicht machen muss. Wenn die irgendwann mal einen Brief zu mir schicken, dann geht eine Welt für mich unter. Müssen wir uns ein anderes Hobby suchen. Ja, leider, weil er angezeigt wurde, ja. Also irgendein Arsch hat's mitgekriegt wahrscheinlich. Ah, guck mal hier, die wollen solche Leute, dann zack, machen wir ihn mal. Weg ist er. Aber ich denke, ich bin zu unbeliebt, ne, dass das eigentlich unlogisch wäre. Ich habe ja nicht mal 500 Zuschauer gleichzeitig. Ich denke mal, für mich interessieren sie sich eher weniger. Erst später, denke ich mal, wenn er jetzt wirklich die letzten rausgesucht werden und rausgepickt. Ich hoffe, bis ich 500 Zuschauer habe, dass ich da, dass sie zumindest die Gesetze da geändert haben. Deswegen will ich unbedingt, glaube ich, mit dem Tablet dann wenigstens den Gronkh nebenbei laufen haben. Bei den letzten Stream, den will ich nicht verpassen. Vorerst letzten, ne? Er wird aber, denke ich, zurückkommen irgendwann. So, der schon über. Warum schieße ich überhaupt nach vorne? Warum schieße ich den überhaupt nicht nach vorne? Fällt mir gerade auf. Also ich habe vier rote Panzer, aber nutze sie nicht. Egal. Dritter. Der Zweiter. Vielleicht ist der Muffin jetzt auch noch drin. Mal sehen, das wäre perfekt. Ist leider voll, ne? Mal sehen, vielleicht kommt er irgendwann rein, wenn es leer ist. Muss ja nur den richtigen Moment abwarten. Mal sehen. Gelingt dem Muffin bestimmt. Die gehen jetzt ja auch schon dagegen vor und er hat gesagt, er hat noch ein Ass im Ärmel. Ja, ich habe gehört schon, was er vorhat. Das hat er schon gesagt. Der Stream, weißt du, sein Kanal wird zwar gesperrt, aber hat ihn jemand gesagt, dass er nicht bei Pandoria auftreten kann? Hat er gesagt, was ist, wenn wir nächsten Montag einfach mal bei Pandoria streamen? Oh, ich bin echt mal gespannt, was da so losgeht, ey. Aber rein theoretisch hat er recht, ne? Niemand hat gesagt, dass er da das nicht darf. Bin mal echt gespannt, was da abgehen wird, ey. Ansonsten schicke ich die Daten nach Österreich und übertrage sie über Österreich. Problem gelöst. Ratzefatz. Komischer Name. Nein! Alter, hör auf! Also spiel ich nochmal Random Muffin, ist nicht da. Boah. Zehn neue Accounts incoming. Oh nein! Nein! Nein, 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 nein!
Turks tote Kuh ist online. Ich glaub's nicht, ey. Weißt du, der verfälscht meine Follower. Das ist voll scheiße. Nachher habe ich 50.000 inaktive Nutzer. Nur bei Muffin. Weil der müsste jetzt 50.000. Ja, ja, ja. Ich sag dazu nix. Ich sag dazu einfach nix. Ist egal, was jetzt passiert. Ob mir der Kaffee umkippt oder sonst was. Ich sag einfach Muffin war es und zieh'n Rubine ab. Punkt. Thema erledigt. Der kriegt sowieso noch eine Rubine Rückerstattung. Ich habe mich beschlossen, dieses Shop-System abzulösen. Stattdessen mehr so, ab 500 kriegst du das. Ist viel besser, finde ich. Kriegt ja das, was er gekauft hat, in diesen Shop nochmal zurück. Außer Dias und so, alle möglichen. Wo seid ihr denn? Mensch, ist ja nichts los hier. Hui! Heiz. Aber ist auch echt voll der Laden, ne? Kommt Muffin überhaupt noch rein? Ich hoffe mal. Ich hoffe, der versucht es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Dass er zumindest noch einmal drin ist. Yoshi-Tal. Polarkreis-Parcours. Tic-Tac-Trauma. Da! Ist was frei! Muffin! Los, komm! Los! Das haben wir nicht alle auserwählt! Los, marschieren! Los! 1, 2! Verdammt. Wer ist denn das? Ist das... Basti? Hätte ja sein können. Hundert. Kubik, naja. Bisschen lahm, aber egal. Drückst das tote Kuh, left the channel, alles klar. Kein Wunder, warum er nie da war, wenn er immer den Charakter wechseln muss. So. Uchibet, mal so eine Frage. Weißt du das zufällig? Hat Trainser eigentlich meine Kochshow mittlerweile auf YouTube veröffentlicht? Was bringt Rubine? Ist eine kleine Prämie dafür, dass du da das zuschaust. Mal schauen, ich wollte mal noch ein paar Belohnungen überlegen. Mal schauen. Ich habe schon Belohnungen, aber die sind mittlerweile veraltet. Ich überlege mir demnächst mal, dass man bei Twitch nochmal so ein Premium, bei Discord nochmal so ein Premium rankriegt. Also die wirklich guten, die wirklich offiziell richtig aktiv sind. Mal schauen. Ich kriege halt einen eigenen Sprachchannel und so, was weiß ich. Nee, hat Erik nicht. Oh. Ist gemein. Vor allem, das war doch die gute Kochshow. Nein! Wie kann man nachsehen, wie viele Rubine man hat? Ja, Rubine schreiben. Da hat er recht.
Ich bin immer noch am überlegen, ob ich das umbenenne in Meerschweinchen. Man hat so und so viele Meerschweinchen gesammelt. Rubine für den Musikboard eventuell? Na, ich will sie ja nicht ausgeben. Ich will sie ja nicht mehr so. Ich will sie nicht zum Ausgeben irgendwie da stellen, sondern eher zum Sammeln. Wer sammelt die meisten, so nach dem Motto, ne? Der Musikboard wird kostenlos. Frag Erik, ob er dir es dann schickt. Dann kannst du es bei dir hochladen. Ja, mal schauen. Also ich fand's hochwertig. Hallo, herzlich willkommen bei meiner Kochshow. Ich hab da ein bisschen was vorbereitet. Nein! Da ist ja tatsächlich das Baguette angebrannt. Das sollte natürlich nicht passieren. Dann müssen wir es anders machen. Wir nehmen das Baguette, machen es auf und machen da Salami drunter. Dann schmeckt man das nicht so mit dem verbrannten, verkoksten, Schwarzen. Ja. Finde es ausgegeben schon Sinn machen würde. Genau. Finde das Sinn auch Sinn machen würde, dachte Yoda. Auf jeden Fall überbacken wir das schwarze Brot dann noch mit Schmelzkäse. Und dieses Schmelzkäse, das ist dann halt so, das legt sich quasi über diese schwarze Stellen des Brotes, sodass das wieder gelb scheint. Und damit kommt ja so ein leckerer, da kriegen die Leute wieder richtig Geschmack. Vor allem die lieben ja Käse und so. Und, ja. Dementsprechend sind ja Schwarze nicht, dass es schon schwarz geworden ist, das Brot. Und, dadurch kann man einen guten Eindruck machen, dass du was Gutes gekocht hast. Hast du schon, Global Test, Punch? Global Test Punch, hä? Meinst du... Nein, meinst du, meinst du für, Arms oder wie? Arms Global Test Punch. Nee, hab ich noch gar nicht. Muss mit dem. Das gibt's. Muss gleich mal aus. Muss mit gleich mal reinschauen. Nächstes Wochenende. Ach so, erst nächstes Wochenende. Alles klar. Naja, ich glaube nicht. Arms ist wirklich nicht so ein Titel, der mich wirklich interessiert. Und ich habe meinen linken Joy-Con noch nicht reparieren lassen. Ich glaube, der wird eventuell vielleicht... Augenblick mal! Ist das der Nico, den ich denke, dass es dieser Nico ist? Das ist der Nico, den ich denke, dass es das ist. Das ist Ninjoshi, garantiert, ey. Ist er mir nachgejoint? Na sowas. Erkannt! Ertappt! Hättest du wohl gern. Das ist Ninjoshi, eindeutig. Das Gesicht erkenne ich sofort vom Mi. Nein! Ja. Manchmal nimmt erkennt er nicht, dass das Item genommen hat, der Spieler, der andere. Na, warte. Fetcher, es kann den Yoshi lang, ich glaub's nicht. Oh, tut mir aber leid. Ich werd gewinnen. Noch eine Runde bis zur Ziellinie. Ja, ja, ja. Ich werde gewinnen! Hui! Oh Gott, er kommt ziemlich nah hinterher. Nein! Puh, gut, dass er nicht noch einen hat. Hoffentlich. Schnell! Da ist die Ziellinie! Ja! 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 Auf mich hat Arms auch erst ein eher schlecht oder halt einen nicht ansprechenden Eindruck gemacht. Aber nach der Direct gestern war ich sehr überzeugt. Oh, es gab einen Direct, habe ich gar nicht bemerkt. Muss ich mal nachschauen. Gibt's da noch? Obwohl, ich glaube nicht, dass sie sehr viel ich glaube, die haben nur jetzt Arms gezeigt, denke ich, bei der Direct. Ne, ein paar Indie-Titel, denke ich.
Weil die E3 ist doch bald da, ne? Und bei Nintendo Direct glaube ich nicht, dass da sehr viel angekündigt wurde. Ich würde das alles für die E3 aufbewahren. Ist ja viel wichtiger. Was ist denn Yoshi? Der heißt Nico! Augenblick mal, dem muss ich mal... Ich schreibe ihm mal an, mal sehen. Ich glaube nicht, dass er bei mir... Ich glaube nicht, dass er bei Twitch drin ist. Aber ich habe ihn mal auf Discord angeschrieben. Das ist er, hundertprozentig. Ich bin mir eindeutig sicher, dass das Nico ist. Also den Yoshi. Und ich finde, dass auch das ARMS ein Spiel ist, das man erst beurteilen kann... Ja, super. Nachdem es abgestürzt ist, nachdem es man es selbst gespielt hat, freut sich über den ersten Platz. Ja, klar, warum freust du dich, würdest du dich nicht freuen? Oh, neue Fahrzeuge. Daher finde ich Global Test Punch eine super Idee. Gut, das dann würde ich das halt mal testen, ne? Aber ich denke mal so, wenn man sich so... Oh, warte mal, warum fängt jetzt der Screen an, hier weiß zu werden? Egal, ist sowieso fast vorbei, Feierabend. Und da ich denke, dass es sowieso lustig ist, Muffin mit so ein bisschen so mit den Joy-Cons. Warte mal, so. Turuxa, wir wollten dich gerade überfallen. Ist klar. Okay, dann komme ich nochmal rein. Eine Runde noch. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass Muffin denn zum Beispiel... Es ziemlich lustig wäre, wenn man einen Muffin hat, diese Joy-Cons, diese kleinen Dinger, und dann so dusch, 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 schön einhauen kann. Das wäre doch lustig. Komm, sei ruhig. Nein. Hallo, da ist Kuhschubser. Kein Wunder, warum ich das mache. Weißt du, sehe ich nur so einen Nico vorbeifahren und sehe so, das kenne ich doch irgendwo her. Augenblick, was ist noch passiert? Wollten dich gerade überfallen, ist klar. Alles klar. Ich guck gerade im Discord, da steht gar nichts mit überfallen. Also, oder war es alleine? Ich weiß gar nicht. Kann sie auch haben. Egal. So. Und fahre endlich. Ich mache noch ein paar Runden. Zwei, drei Runden noch und dann ist Feierabend. Ich muss auch noch mal ein bisschen was anderes machen noch. Und mal schauen, ne? Ich muss aber auch um 3.30 Uhr aufstehen. Nein! Fehlstart. Gut, aber ich denke mal, nächste Woche werde ich dann, übernächste Woche werde ich mal ein Test machen. Wie es ist, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre. Ich muss mal gucken, wie viel Sprit ich verbrauche, wie es von der Zeit her ist. Es müsste eigentlich weniger Zeit dauern, als mit dem Zug nach Hamburg zu fahren. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde mehr, weniger. Und eine Stunde fast bei der Frühfahrt, also ganz früh. Also es ist ein weniger, da sparst du schon eine Menge Zeit. Es ist aber teurer, das muss man bedenken. Ich habe das extra mit der Bahn jetzt ausgehandelt. Also habe ich mal entschieden, mit der Bahn zu fahren, weil es halt günstiger ist, ne? Mal schauen. Spätschicht würde ich allgemein mit dem Zug fahren, das ist entspannt. Kannst du schon noch eine Switch spielen und so, das ist nicht das Problem. Aber bei der Frühschicht überlege ich mir ernsthaft, mit dem Auto zu fahren. Na, schauen wir.
Wieso bin ich am überlegen, ob ich mal erste Klasse fahre? Es ist viel, ich finde, mir fehlt ein Tisch irgendwie. Dann kann ich, wenn ich einen Tisch hätte, könnte ich nämlich perfekt, oh verdammt, oh wie gut, dass ich das hab. Hui, und weiter geht's. Mit einem Tisch könnte ich dann schön nochmal vielleicht was schneiden oder schneiden hier richtig. Muss mal gucken. Oh, es ist teuer, ne, wie gesagt. Das muss man sich überlegen. Muss man dann auch gut ausnutzen, ne? Einen Tisch gibt's halt nur in der ersten Klasse. Das ist das Doofe. Das muss nicht ernsthaft so sein, ne? Gut, hat er immerhin geklappt. Erster. Gott, es wird immer wärmer, habe ich das Gefühl. Aber ich habe ja auch einen Strahler aufgebaut. Ich muss langsam auf LED umsteigen. LED-Strahler. Gibt es sowas überhaupt? Ich muss mal gucken. So ein Einsatz für LED habe ich noch nie gesehen. Muss mal schauen. Gibt eigentlich alles. Der Nico-Kopf wohl nicht mehr. Wie es aussieht, oder? Nö, das ist nicht drin. Hm, schade. Ja. Marius Metro, Marius Piste, Tods Hafenstadt. Was nehmen wir denn nochmal? Hafenstadt haben wir noch gar nicht gemacht. Gut, ich würde sagen, letztes Rennen für heute und dann machen wir Feierabend. Ich muss ja noch ein bisschen was anderes machen, ne? Ach, ich liebe den Abend. So, eigentlich bin ich mal ganz gerne, ich räume mal ganz gerne mal diesen, wie heißt das mal, die Fensterbank auf. Jetzt bin ich dir gerade nachgeschaut. Okay, zwei Spiele. Dann ist Schluss. Noah! Noah, du bist es! Noah! Brauchst du uns eine Krippe? Quatsch, ein Boot. Und rausgeflogen. Oh Mann, Muffin, das ist echt nicht leicht. Vermute, weil es eine volle Partie ist, ne? Nein, zu früh! Zu spät. Ich sollte nicht so, so warten, bis er nah dran ist. Ich sollte vielleicht ein bisschen eher machen, weil das dauert ja trotzdem ein bisschen, bis die Tröte aufhört wieder. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Wer hat die Banane so ungünstig gesetzt? Schön entspannt heute, ne? Naja, Muffin, du weißt ja sowieso, dass wir jetzt jeden zweiten Donnerstag Mario Kart streamen wollen. Ne? Habe ich jetzt festgelegt als festen Tag und dann mal schauen, ne? Komm mal hier, ich habe eine Banane. Okay. Oder du fährst ins Gras. Auch kein Problem. Mal schauen, ob Muffin jetzt drin ist oder nicht, das wird sich jetzt entscheiden. Hoffen wir mal, dass er drin ist. Dass er zumindest eine Runde mitfahren kann. Oder zwei.
Eine. Das wird langsam zeitlich ein bisschen knapp. Jeden zweiten Freitag wäre perfekt. Muss ich mir überlegen. Ja, also ich will Freitag selbst ein bisschen entspannen. Also es ist, ja, es macht mir Spaß oder so. Aber ich würde auch ganz gerne Freitag was anderes machen. Ich gucke auch ganz gerne mal andere Streamer an. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Freitag ist mir ein bisschen, weiß nicht. Das ist mir immer so der Tag, wo ich gerne andere Streamer schaue. Kommt drauf an, wie es mit den, wie es da jetzt läuft und so, ne? Da will ich den Freitag auszubelegen. Müssen wir mal schauen. Donnerstag kann ich nie von 16 bis 20 Uhr um. Aber früher haben wir immer bis früher haben wir immer Donnerstag gespielt. Aber stimmt, das ging ja bis 22 Uhr, ne? Müssen wir mal schauen. Müssen wir wirklich mal schauen, ne? Wir müssen vielleicht mal gemeinsam nochmal einen Plan bilden oder so. Vielleicht können wir es auch auf Dienstag verschieben. Wäre auch nicht das Problem, ne? Machen wir mal Mario Kart Dienstag. Steige mal eine Umfrage auf Discord. Wollen wir Mario Kart jetzt immer Donnerstag machen oder jeden Dienstag? Kann jeder abstimmen? Also geht wählen! Aber mach wie, natürlich, wie du möchtest, ne? Ja, das ist klar. Vielen Dank, dass du so viel Verständnis hast, ne? Aber Marvin, wir können ich starte demnächst mal eine Umfrage, ob wir Dienstag Mario Kart Stream machen wollen oder lieber Donnerstag. Dann passe ich das für dich gerne nochmal an, weil du bist ja auch gerade einer der wichtigsten Zuschauer hier. Vor allem, du bist ja so aktiv und du hast die meisten... Ne, gut, viele fanden mehr. Okay, ich kann jetzt nicht einsehen, wie viele du hast, weil du gerade Kuhschubser bist. Der drei Rubine hat, ne? Weißt du, die ganze Zeit vergoldest du Rubine. Du hast schon wieder drei Rubine für deinen echten Account verbockt. Das ist dir klar, oder? Nein. Warum hab ich die eingesetzt, ich Idiot? Manchmal drücke ich auch so Flex einfach, um ein neues Item aufzusammeln. Das ist schlimm. Ja, auf Discord starte ich nochmal eine schöne Umfrage und da können wir jetzt entscheiden. Die Mehrheit bestimmt, ne? Machen wir Donnerstag oder Dienstag einen Mario Kart Stream. Da kann die Mehrheit jetzt entscheiden. Punkt. Genau. So sagt das der blaue Panzer. Oh. Ich finde es gut, dass die Spätschicht das erstmal, dass es durch Spät- und Frühschicht gerade so gut geregelt ist. Dass man das so machen kann, dass man immer sagt, okay, nächste Woche habe ich Frühschicht, nächste Woche habe ich Spätschicht, nächste Woche habe ich wieder Spätschicht, die nächste Woche habe ich wieder Frühschicht, ne? Das ist der Vorteil, da kannst du besser planen. Das wird sich natürlich in Zukunft auch wieder ändern, weil ich ja dann wieder einen anderen Beruf habe, wo ich dann halt einen gemischten Zeitplan habe. Da muss ich wieder gemischte Zeitpläne machen, also selbst planen und alles mögliche, ne? Es wird alles wieder ein bisschen durcheinander. Auch da kann ich auch nicht jedes Wochenende streamen wieder. Ah, müssen wir durch. Ich wollte den Job, jetzt mache ich ihn auch. Jetzt zieh's durch. Auch wenn mich mulmig ist dabei. Ach, da spielt Muffin für mir gerade auch. Nix da! Verdammt. Der Gold Mario. Ihr habt doch alle keine Hobbys, alle Gold Mario zu holen. Na, ich bin auch dabei, aber ich hab's nicht eilig mit Gold Mario, weil er ist einfach nur ein Goldener. Gut, eine Runde noch, sag ich noch. Eine Runde noch und das ist die letzte. Wie kann man überhaupt eine Umfrage auf Discord machen? Ich check irgendwie nicht, wie das geht. Was hast du jetzt für einen Job? Zeitarbeiter. Ich bin gerade Zeitarbeiter tatsächlich. Oder können das nur Admins? Nee, das ist ganz einfach. Ich schreibe eine Nachricht und mache da Symbole hin. Also diese Emotionen, die du hinzufügen kannst. Und den kann da jeder auch draufklicken, dieselbe teilen. Und dann mache ich das halt so. Diese Emotion bedeutet das, die Emotion bedeutet das. Ne? Und so kann man halt gute Umfragen machen.
Ist Muffin noch drin? Ich glaube ja, ne? Was machen? Bin rausgeflogen. Okay, dann machen wir Schluss. Dann lohnt sich das immer heute. Gut, dann haben wir es auch für heute. Machen wir mal so. Legen wir das Ding ja mal so hin. Warte mal. Das stört. Ah, oh, das kann ab. So, das stört trotzdem. Puh. Hä? Komisch, wenn ich das so ausleuchte. Wieso ist hier so ein. Achso, der ist da, der Fleck. Jetzt ist er weg. Fast weg. Egal, so, lassen wir es. Jetzt ist er wieder da. So, was wackelt. Gut, schauen wir mal. Was sagt der Chat? Wie kann man überhaupt eine Umfrage? Was hast du jetzt von. Oder können nur Admins? Bin rausgeflogen, ja. Und wie fügt man Emojis hinzu? Das ist doch ganz einfach. So, ich mache mal die Umfrage fertig. Zurück zur Community Neuigkeiten. Geheim, Luxus Lounge. Twitch-Ecke. Machen wir das da oder machen wir es lieber auf. Mach's mal in die Laber-Ecke. Machen wir noch eine Umfrage. Da kann jetzt jeder entscheiden. So. Mario. Der zweiwöchige Mario Kart. Warte mal. Das ist ein Scheißtext. Wie schreibe ich das denn jetzt? Der. Jeden. Zweite Woche wöchige Mario Kart 8 Deluxe Stream, wann soll er stattfinden? Fragezeichen. So, machen wir. Wie ging das nochmal? Umschalt, Enter, genau. Und dann haben wir hier. Okay, machen wir ein Truxo. Doppelpunkt für Dienstag Umschalt und dann machen wir mal ein Fehlif für Donnerstag. So, dann mache ich nochmal die Add-Reaktion, machen wir die hinzu, fügen wir die hinzu. Jetzt kann man abstimmen. So. Und schauen wir mal, was ist denn die Abstimmung von eben gewesen? Die Abstimmung von eben. Neuigkeiten. Ich habe ja was abgestimmt hier. Spielewünsche war es, genau. Okay. Choice Chamber und Mario Party sind gleich auf. Ich würde sagen, dann spielen wir. Muss ich selbst entscheiden, ne? Ich würde sagen, ich habe mehr Lust auf Mario Party 4 mit der lieben Felef. Vielleicht spielt auch ein paar Leute mehr mit. Mal sehen. Wir können ja bis zu viert mitspielen. Also, Bastirix könnt ihr vielleicht noch mitmachen, wenn er Lust hat. Ist auf jeden Fall Sonntag, 18 Uhr. Ist es geplant? Ich weiß nicht, ob er Zeit hat oder so. Mal schauen. Lässt sich ja so dementsprechend ganz spontan entscheiden. Müssen wir auf jeden Fall dann noch alles einstellen und so. Aber egal. So, dann spielen wir. Die Umfrage ist beendet. Wir spielen Mario Party 4. So. Gut. Haben wir das auch geklärt und dann. Ja. Ansonsten, was war's denn jetzt? Ansonsten war's das erstmal für den Stream für heute. Ich sag nochmal vielen lieben, was ist Sonntag? Sonntag ist Mario Party 4 jetzt angesagt. Wie gesagt, vielleicht hast du ja Lust mitzuspielen. Das machen wir über einen Emulator, über Dolphin. Das kann man über online machen und dann spielen wir zusammen. Die Fehle spielt mit. Und vielleicht spielst du auch noch mit. Mal sehen, wenn du Lust hast. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Auf jeden Fall haben wir denn noch. Genau, Sonntag ist Mario Party 4 und Yooka-Laylee, wie gesagt. Ja. Ansonsten haben wir jetzt diesen Samstag haben wir wieder. Ich glaube 19 Uhr haben wir wieder The Legend of Zelda Breath of the Wild. Können wir ja morgen mal schnacken. Genau, so sehe ich auch so. Gut, auf jeden Fall sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich komme gleich nochmal in den Discord.
geht jetzt an Felif. Und oh, vielleicht passt direkt, mal schauen. Je nachdem. Gut, ich sag jetzt tschüss. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen heute. Hat wieder Spaß gemacht, Laune. Ja, wie gesagt, stimmt ab im Discord. Wer Discord noch nicht hat, der kann dir nochmal hinzukommen. Ich schick dir nochmal rein. Wie das hier so? Ja, das geht. Der kann hier dazu joinen und kann abstimmen. Kein Problem. Der ist herzlich dazu eingeladen im Discord. Kann da gerne rein. Ist nicht das Problem. Auf jeden Fall sage ich jetzt schon mal tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht Samstag oder Sonntag. Mal schauen, je nachdem, wie man Zeit hat. Ne? Ja. Auf jeden Fall vielen Dank. Tschüss. Schlaft gut und bis bald. Ciao. Wo ist der Knopf nochmal? Ach, hier. Tschüss und bis bald. Ciao. Mit V.